Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute geht es nochmal ums Zillertal. Und mehr dazu nach dem Intro. Bleibt dran. Schön, dass ihr dran geblieben seid zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Mein Name ist Ingo Winkelmann, ich bin Fotograf, Fototrainer und Coach im Monheim am Rhein. Das ist ziemlich genau zwischen Köln und Düsseldorf und ich möchte euch zu dieser Folge begrüßen. Nicht nur alle bisherigen Zuseher, die sowieso schon mit dabei sind, sondern natürlich auch alle Neuen. Freut mich immer ganz besonders, wenn es viele Neue gibt. Ja, wie ich gerade gesagt habe, es geht heute nochmal ums Zillertal. Ich habe mir hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse. Ihr wisst, ich bin dieses Jahr öfter im Zillertal. Ich habe also einmal meinen Urlaub dort verbracht. Da habe ich ja eine Folge gemacht mit dem Stativ. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Und ja, danach war ich dann nochmal im Zillertal und zwar hat mich eine Familie gebucht zu einem Fotoworkshop und wir sind dort eine Woche ja wirklich durch die Gegend gezogen, hat riesig Spaß gemacht. Die waren aber auch wirklich fit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war für mich auch anstrengend, aber es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben verschiedene Wasserfälle gesehen. Ich blende dazu immer mal so ein paar Fotos ein und haben auch ein bisschen probiert mit Belichtungszeiten, wie lange muss man belichten, dass das Ganze ein bisschen verschwommen ist, aber nicht zu verschwommen, nicht zu verwaschen, weil dann sieht es auch nicht mehr so schön aus. Also diese Sachen mit ND-Filtern, Polfiltern, Weitwinkel, nah dran mit Tele, etwas weiter weg, wo sind die Unterschiede, halt was man in so einem Workshop so macht. Ja, und übrigens, wo ich gerade dabei bin, das mache ich natürlich auch auf meinem Workshop am 17. bis zum 24.09. im Zillertal. Da bin ich natürlich nochmal. Das ist ein großer Workshop. Da ist auch nicht mehr viel frei, ist auch nicht mehr lange hin. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann guckt mal unten in die Videobeschreibung. Da seht ihr den Link zu. Ich würde mich freuen, wenn ich ein, vielleicht sogar zwei noch mitnehmen könnte, weil dann ist der Kurs auch voll oder der Workshop auch voll. Würde mich echt freuen. Guckt mal unten rein. Wird eine unheimlich schöne Woche. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Ja, den einen Morgen sind wir um 4 Uhr losgestiefelt, war eine sehr, sehr lange Tour. Wir wollten zu einem See, der Schwarzen See, sind so 1300 Höhenmeter, geht mal ein paar Stunden hoch, ist auch ziemlich weit hinten rein, aber die Fotos geben einem dann recht. Da weiß man, warum man so früh aufgestanden ist. Es hat einfach riesig Spaß gemacht. Auch da wieder mit Polfilter experimentiert, Langzeitbelichtung gemacht, weil der See leider nicht immer glatt war, sondern da kam zwischendurch mal Wind. Da konnte man auch schön sehen, was passiert, wenn man die Wellen mit einem ND-Filter weich macht, wegmacht. Was passiert denn mit der Spiegelung? Diese Sachen konnte man wunderbar sehen. Hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, war auch anstrengend. Ja, wir sind dann, haben dann noch ein paar Touren gemacht. Der Himmel war dann teilweise bewölkt. Bei der Seetour war leider überhaupt keine Wolke am Himmel. Und da hätte ich gerne so drei Wolken gehabt, die so in den blauen Himmel über den Gletschern hängen, das wäre perfekt gewesen. War leider nicht. Gut, am nächsten Tag war es dann komplett bewölkt. War auch nicht so prickelnd. Aber da kann man wenigstens die Struktur vom Himmel rausholen. Und wir waren natürlich, wie so oft, auch an der Granatkapelle und haben dort fotografiert. Das Schöne war, es war bewölkt und wir konnten Belichtung machen von 300 bzw. 400 Sekunden, also richtig lang. Und wie schön die Wolken dann ziehen und auch führende Linien bilden. Und das würde ich euch natürlich auch unheimlich gerne in dem Workshop im September zeigen. Also guckt euch das ruhig mal an und vielleicht seid ihr mit dabei. Ja, die Entwicklung haben wir natürlich auch mitgemacht. Auch die Bildbesprechung, was könnte man anders machen, ist immer so eine Sache, was könnte man besser machen. Ich sage immer gerne, was könnte man anders machen, weil viel ist ja auch Geschmackssache. Es gibt einige Grundregeln, okay,
Da kann man drüber diskutieren, aber ansonsten ist es für mich eher immer, was kann man anders machen. Gut, ein paar Bilder habt ihr jetzt schon gesehen. Jetzt kommen aber noch mal, ja, bestimmt 20 Bilder aus diesem Workshop, die ich euch zeigen möchte und vielleicht auch so ein bisschen Vorfreude machen auf das, was im September kommt. Und wie gesagt, wenn ihr mit dabei wärt, ich würde mich riesig freuen, würde mir wahnsinnig Spaß machen. Meldet euch an, noch ist was frei und dann sehen wir uns vielleicht im September. Wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Vielleicht hat es euch so gut gefallen, dass ihr mir sogar ein Abo gebt. Das würde mich sehr ehren. Und ja, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wie immer hier am Mittwoch um 7. Jetzt kommen die Bilder. Viel Spaß dabei. Habt eine schöne Restwoche und genießt das Wochenende. Bis dahin, euer Ingo.